So Leute, Sättel sind durch. An sich, ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Ihr seht auch selber, 160 ist zum Beispiel richtig, richtig gut. 140 haben wir. Und damit auch ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren und neuen Let's Play Folge in Ark. Also meine Freunde, ihr seht schon selber, es hat sich hier einiges getan. Die Jungs sind, ja, wie soll ich sagen, okay, die Turrets wieder alles abgebaut. Die Jungs sind einigermaßen gelevelt. Wie gesagt, ich habe es auf der Carnival-Insel gemacht. Wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, wie hast du gelevelt? Ich habe praktisch einfach nur den XP-Multiplikator ein bisschen hochgestellt, dass sie mehr XP kriegen durch Skillen. Haben wir auch 6.0 geballert, dann geht das ein bisschen schneller, weil es dauert ja ewig. Und ich habe in der weißen Voraussicht sogar einen Sattel gefunden. Hier ist der Basi, da habe ich mir, wie gesagt, Perlen gefunden und alles. Also, ich war doch jetzt die Tage recht fleißig. Wir müssen nur wieder meine Flak reparieren, denn ich war gerade noch in der Höhle und hatte das letzte Item bzw. geholt. Ich kann sie immer noch wegschmeißen. Die Flinte schmeiße ich auch weg, die wiegt auch extrem viel und das Schild wiegt auch extrem viel. Es hat folgenden Grund. Die Jungs, die haben nur einen Standardsattel. Die haben einen Durchschnittslebenswert, glaube ich, von 25k. Die hat jetzt ein bisschen mehr, da habe ich ab und zu ein bisschen mehr Fleisch gefarmt. Je nachdem habe ich mir einen rausgepickt. Und so im Durchschnitt 800 Schaden. Also nehmen wir so einen 200er. Das ist so der Durchschnittswert. 25 und 550 Damage bis 600. Also gewissen sind ja beide am 800. Aber ich habe letztens in der Cave, ihr seht selber, ich habe hier einen Sattel gefunden, einen Spino-Sattel. In der Easy Underwater Cave ist eigentlich recht cool, muss ich sagen. Ist blueprint-technisch 100 Rüstung. Wenn der jetzt so 150 Rüstung liegt zu 200, ist es op, ist es OP. Und warum nehme ich Spinos? Also, Spino würde ich für den Affen benutzen. Warum? Spino, das heißt zwar kein Wasserbuff, aber in dem, dass der Spino angreift, ihr seht selber, der hat eine, Spino hat eine recht schnelle Hitbox, also das ist eine schnelle Attack Speed, nicht Hitbox. Und deswegen finde ich den Spino nicht schlecht an sich. War natürlich Luck, ich habe auch mal einen T-Rex-Sattel gefunden. Ein 80er bringt mir natürlich jetzt nichts, weil ich habe jetzt keine T-Rex-Säcke gezähmt. 15 Minuten später. Eine habe ich noch, die könnte ich mir auch noch reindrücken. Jetzt haben wir nochmal 10% mehr. Ne, aber es geht schneller herstellen, glaube ich. Es bringt ein bisschen was, weil, wie gesagt, du hast ja Bewegungsgeschwindigkeit und Herstellungsgeschwindigkeit. Wird erhöht, glaube ich, um 10% oder was. Und jetzt wird ein bisschen Crafting Roulette gespielt. Wir machen zwei Spinos. Was fehlt als nächstes? Uns fehlt als nächstes Leder und Fasern. Leder her. So Leute, Sättel sind durch. An sich, ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Ihr seht auch selber, 160 ist zum Beispiel richtig, richtig gut. 140er haben wir, 148, aber die 160er so, das ist ja recht top. Klar, man kann natürlich das nochmal wieder steigern, indem man sagt, Replicator rein, ohne natürlich einen Stack-Mod, dass man mehrere Sättel auf einmal macht. Aber mit einem Replicator, in dem, dass er so schnell herstellt, machst du noch einen größeren Boost. Also, aber mit 50% mehr Schaden oder beziehungsweise mehr Damage aushalten. Ihr seht sogar 75% Bonus. Ich bin zufrieden mit dem. Also, ich bin echt zufrieden, weil das Doppelte wäre natürlich 206. Ich muss sagen, ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall nochmal die guten Drittel mehr Damage halten. Ich besattle jetzt die Spinos, werde den Cryo-Pods packen und da machen wir uns auch den ersten Boss. 30 Minuten später. So, dann muss ich einmal kurz, wenn es geht, in die Mitte. Jungs, bisschen Platz müsste ich schon haben. So, wir machen 1, 2, 3. Dann zack, zack, zack und zack. So, Brutmutter auf Beta können wir starten in 3, 2, 1, go. Dann haben wir schon mal auf Mittel Schwierigkeitsgrad. Es müssten alle drin sein. Ich habe das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist ein Heilschwein. Die müssten alle auf neutral sein. Ich pfeife nochmal. Ich musste auf jeden Fall im ich müsste hier im Futterdruck hinstellen, damit die Jungs hier mir nicht verhungern. Das Einzige, was wir dieses Mal machen werden, ist, wir werden ein paar mitnehmen, dass wir von hinten rangehen und von vorne rangehen, damit die Jungs auf jeden Fall eine rundherum Buff haben. Weil letztens sind wir, glaube ich, 12 Stück an haben wir angreifen können. Die anderen 10 sind ja gestackt hinter ihnen.
Ich bräuchte mal ein paar, die mir folgen. Ein paar, die mir folgen. Ihr könnt mal buffen kurz. Ihr müsst halt mal mir kurz helfen. Ja, kommt's mal mit her. Und jetzt neutral, bitteschön. Und jetzt ein Pastor, das seht ihr das. Und jetzt greifen sie richtig, also einen Kreis an. Und bitteschön, die hier angreifen. Die hier. Die Spinne angreifen. Greift die Fette an. Ich will Schaden sehen, Jungs. Ich will Schaden sehen. Alter, die haut rein. Holy shit. Man merkt, das ist einfach nur ein Standardsattel. Aber auf Mittel müsste es funktionieren, Leute. Es müsste funktionieren. Solange ich buff, müsste das durchaus gut klappen. Ich mach mal hier wieder ein Ding. Vieren, damit die kleinen Spinnen vielleicht weggehen und ein bisschen getriggert werden. Der Juti muss halt richtig durchbuffen hier. Der muss wirklich hier pöllen. Also ich glaube, die 2000 Leben, die haben nicht sehr viel gebracht von Schwein. Wir können auf jeden Fall nächstes Mal auf Schwer bräuchte ich mindestens einen besseren Sattel. Oder vielleicht ein paar Spinos, die wo mindestens 35k Leben haben, die wo ein bisschen tanken und die Megatheriums greifen hinten an. Also ich bin da echt, ich hoffe, es klappt. Wir müssen uns hier mal was reinpfeifen. Hälfte haben wir gleich. Oh shit. Nicht Leonidas! Na, oh oh. Oh shit, Leute, das sieht nicht gut aus. Ich denke mal, das sieht echt... Oh shit, der vierten hat's zerrupft. Den vierten hat's zerrupft, oh oh. Holy shit. Alter, da sterben ja einige weg. Oh shit. Oh shit. Jungs, das sieht nicht gut aus. Wir sind noch hier, 4 Stück? 4 oder 5? Oh mein Gott, das wird so knapp, Leute. Das wird mehr als knapp. Oh oh. Jungs, das ist scheiße. Oh oh, Ren. Ran um dein Leben. Ran um dein Leben. Verlass das sinkende Schiff. Kann man die killen nur mit Shotgun? Oh shit. Leute, das ist Hardcore. Oh shit, da war ich ein bisschen echt greedy. Ja, okay, das Problem ist, ich hatte einfach keinen Shit-Sattel noch gefunden. Was macht mehr Damage? Die Flinte, glaube ich. Ich muss ein bisschen... Das Coole ist ja, dass es hier keine Zeit gibt, aber Rim-Waffen sind echt scheiße. Oh, geil, es gibt wenigstens hier Wasser. Oh, geil. Spinos! Oh mein Gott, Spinos könnten wir hier nehmen, Leute. Ich glaube, es könnte echt brauchbar sein. Den hat wir hier viel rennen. Und ein bisschen immer Movement Speed geskillt haben. Geht's. Die kleinen Spinnen müssen wir nur aufdodgen. Ich hasse die Minispinnen. Die hasse ich so dermaßen. Oh shit. Ja. Ich glaube, ich sag's sehr ungern, Leute, aber diese Season ist vorbei. Ich habe leider kein Ding mehr, kein Stimberries mehr. Ich bin tot. Ende. Shit, Leute. Shit. Hätte ich echt nicht erwartet. Okay, da war ich vielleicht zu greedy. Ich überlege mir auf jeden Fall was Neues, was wir starten können. Weil, wie gesagt, Hardcore ist ist jetzt vorbei. Weil ich werde jetzt nicht nochmal 15 Mal das gleiche starten. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so schnell zu Ende geht. Jetzt habe ich natürlich die Spiele so ein bisschen umsonst geblütet, aber ja. Das ist so. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. War echt eine coole Season, muss ich sagen. Einfach nur eine coole Sache. Wie gesagt, es haben einfach die Sättel ein bisschen gefehlt. Das war so ein kleines bisschen das Problem an sich. Aber ich lasse mir auf jeden Fall was Neues empfehlen. Was Interessantes. Oder ihr schreibt in die Kommentare, was wir noch machen können. Das Einzige, was ich noch im Kopf hätte, wäre so eine Challenge. Nur mit 10 Tieren. Und zwar, das stellt sich daraus daran, wenn ich immer... Also ich kriege einen 10 Tier-Counter. Wenn ich immer einen Amboss schaffe, kriege ich einen Counter dazu. Nochmal 11, 12. So würde ich das hochzählen. Wenn man natürlich einmal... Mit Sterben ist ganz normal, Kasse tut auch stirbt. Wenn man natürlich immer wieder vom Boss sterben, kriegt man den Counter abgezogen. Wenn natürlich der Counter irgendwann unter 8 oder so sinkt, dann kannst du nicht mal mit der Spinne auf mit hoch High-End-Megatherium schaffen. Selbst das wäre zu hoch.
Aber wie gesagt, es war ein bisschen hocker. Ich wusste es schon fast. Also klar, man hätte sich schaffen können mit OP-Pumps und alles, mit 400% Millidamage, da wäre es eigentlich noch gegangen, aber wie gesagt, das wisst ihr nicht. Ich habe nicht mal eine bessere Waffe bekommen für eine Pump. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht Aberration hätte ich Bock, da eine Challenge draus zu machen. Wir sehen uns nächsten Mal zu einer weiteren Folge. Bis dahin. Herr Haifisch, haben Sie etwas verloren in Ihrem Leben? Free Leader! Free Leader! Ja, lass mich hier hoch. Ich hab so Angst vor denen jetzt. Alter, Jungs! Ich muss mir Grappling Hooks machen. Ich brauch dringend Zement. Shit! Au! Das war jetzt echt. Ich bin jetzt wirklich. Ah, ohne Scheiß. Das ist so komisch, wenn du mal nicht das gewohnt bist. Oh, shit! Schon gehört. Alter, jo, Junge! Chill doch! Verpiss dich doch mal, Hund! Das kann nicht. Alter, Jungs, was ist denn. Alter, ich glaube, ich spinne, Alter. Alles will ich umbringen. Dann verpiss dich denn? Oh, da ist er, da ist er, da ist Schaden, 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 Schaden. Ah, Scheißdreck, Alter. Schnell, 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 schnell. Oh shit. Leute, das wird jetzt, Alter. Ich kann mir ein Narkosemittel gönnen, oder? Oh, wir heilen wieder. Ihr misst die Hunde, Alter. Verpisst euch doch. Verpisst euch doch. Alter, das gibt's nicht. Arschlecken, Alter. Arschlecken, Jungs. Das 1x1 lasse ich mal hier stehen. Weil, klar, ich will zwar den Tame haben, aber letztendlich will ich halt auch, ja, lebend rauskommen. Oh, shit. Ich bin 3 Sekunden weg, Leute. Das kann nicht vor. Das kann man nicht vorstellen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja, genau. Oh, nicht Arthros. Oh, shit. Das sind viel zu viele Spiele. Das sind viel zu viele. Stirb doch, Junge. Lass mich durch. Oh, shit, der baut da nichts fast. Ich verpiss mich, Leute. Das könnte knicken. In Arsch hinein? Bitte nicht. Ach komm, Alter. Nein. Jedes Mal im Wasser. Weißt du was? Das ist auch so nervig. Ich hoffe, hier ist kein. Zum Glück ist hier, nicht. Stell mal vor, hier wäre jetzt ein Body ja nichts. So, ich mache es jetzt ganz kurz, Leute. Ich stelle hier meine FOB auf. Einfach ein Zwischending. Zack, zack. Das hier. Ach, das. Oh, komm. Jetzt habe ich da an die Steckdose nicht gedacht. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Es ist aber der 112er. Oder? Nein, das ist ein 12er! Hey, was macht's denn ihr hier? Hallo? Leute, was soll das? Die fusionieren sich so Super Saiyajin. Kannst du knicken, Alter? Das ist ja absolut unfair. Ich kann jetzt den Art nicht attackieren und auch nicht füttern. Nerven geht. Das wäre das kein Treffer gewesen. Hallo, das ist droben. Für mich der blanke Chaos. Halt, stopp! Leonidas und seine tapferen 300 bzw. eine tapfere 20. Schön bereit. Der König muss natürlich sich noch ein Päuschen genehmigen. Müssen wir uns halt freischießen. So, es geht aber, Leute, es geht. So, dann nimm. Oh, shit. Oh, shit. Ich halte.